Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Personenstandsgesetz und anderer Vorschriften, Drucksache 19 und erteile Herrn Staatsminister Beuth für die Einbringung des Wortes. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich konnte ja heute in der Fragestunde schon einmal auf unsere Vorzeigeprojekte im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit hinweisen. Heute legt Ihnen die Landesregierung einen weiteren Baustein für diesen erfolgreichen Weg vor. Im Bereich des Personenstandswesens konnten die hessischen Kommunen bisher nur in zwei Formen zusammenarbeiten. Zum einen gab es die Delegation, also die komplette Übertragung der Aufgaben des Standesamtes auf eine andere Gemeinde, und zum anderen gab es die Mandatierung, das heißt die Durchführung der Aufgabe für eine andere Gemeinde, ohne dass die durchführende Gemeinde die Aufgaben der anderen Gemeinde in ihrer Zuständigkeit übernimmt. Diese Formen der Zusammenarbeit der Standesämter waren lange Zeit ausreichend und haben sich in der Praxis bewährt. So gibt es in Hessen bereits zahlreiche Zusammenschlüsse von Standesämtern zu einem gemeinsamen Standesamtsbezirk, die alle hervorragend funktionieren. Um die interkommunale Zusammenarbeit jedoch weiter auszubauen, will die Landesregierung den Städten und Gemeinden in Hessen weitere Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit im Personenstandsbereich eröffnen. Nach unserem Gesetzentwurf soll zukünftig auch eine Zusammenarbeit in der Form eines Zweck- oder Gemeindeverwaltungsverbandes möglich werden. Diese Organisationsformen bieten den Kommunen ein Instrument, mit dem sie unter Beibehaltung ihrer Selbstständigkeit Kooperationen mit anderen Gebietskörperschaften zur Durchführung ihrer Aufgaben vornehmen und hierdurch Synergieeffekte erzielen können. Angesichts des demografischen Wandels und der angespannten Haushaltslage der Kommunen kommt dieser Form der interkommunalen Zusammenarbeit ein besonderer Stellenwert zu. Besonders hervorheben möchte ich eine Änderung, die den Gemeinden die Bildung eines Zweck- und Gemeindeverwaltungsverbands im Bereich des Personenstandswesens in der Praxis wesentlich erleichtert und auch vom Hessischen Städte- und Gemeindebund im Rahmen der Anhörung gefordert wurde. Bisher musste jeder Standesamtsbezirk mindestens einen Standesbeamten haben, der die Befähigung für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung oder als Arbeitnehmer eine vergleichbare Befähigung erworben hat. Zukünftig soll es zur Gewährung der hohen fachlichen Qualität im Personenstandswesen auch genügen, wenn ein Standesamtsbezirk über einen Standesbeamten verfügt, der sich mindestens 3 Jahre bei einem Standesamt bewährt und damit seine Erfahrung unter Beweis gestellt hat. Der Gesetzentwurf enthält neben diesen Änderungen auch weitere personenstandsrechtliche Änderungen, die im Wesentlichen der Rechtsklarheit dienen. Wir wollen in den nächsten Jahren im Interesse der Kommunen, aber auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger die interkommunale Zusammenarbeit weiter ausbauen. Dazu gehört es, den Kommunen in allen Verwaltungsfeldern eine möglichst flexible und den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Form der Zusammenarbeit zu bieten und Hindernisse zu beseitigen. Einen wichtigen Baustein für diesen Weg haben wir Ihnen heute vorgelegt. Auch hier freue ich mich auf angeregte Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Auch hier ist keine Aussprache für heute vorgesehen. Deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.